Ja, kommen wir mal zu meinem Arbeitsplatz. Da habe ich auf jeden Fall die meisten Fragen zu. Also stelle ich euch den auch vor. Ich habe halt die Polster da weggenommen, ganz simpel, und habe mir dann diese Platte hier bestellt. Die ist in so einer Betonoptik. Ich finde, das passte sehr harmonisch hier in dieses Raumbild. Aber das ist die erste Arbeitsplatte, die ich habe, wo die Apple-Maus nicht funktioniert. Deshalb habe ich hier noch, das ist eigentlich ein Schneidebrett von IKEA, aber das ist wunderschön groß und da funktioniert die Maus sehr schön drauf. Deshalb diese graue Ablage. Ja, habe ich hinten natürlich eingeschnitten, wegen dem Gurtbock hier. Den werde ich aber wahrscheinlich rausnehmen. Wenn ich im Ende April wieder ja, zurück bin in Deutschland, dann werde ich ihn rausnehmen. Und dann werde ich auch eine neue Platte machen. Die wird ähnlich sein. Hier werde ich den Bogen noch ein bisschen größer versuchen zu gestalten bei dem Hersteller. Ja, aber ansonsten natürlich eine super schöne große Arbeitsfläche. Ja, und dann kann ich sehr schön hier an meinem 27 Zoll 4K-Monitor arbeiten. Das macht mir das Leben sehr, sehr einfach. Ja, hier habe ich eine iPhone-Ladestation, dahinter die Active Solar-Anzeige. Muss ich mir auch mal noch mal was einfallen lassen. Dann habe ich halt hier den Router von Netgear verbaut. Das ist der günstigste, ich glaube M1 heißt der, der reicht mir. Und dann habe ich hier noch eine Antenne, also ein Kabel verlegt für die Antenne. Bisher bin ich da prima klargekommen. Ich habe mir den preiswerten Router gekauft, weil ich ja ernsthaft vorhabe, auf Starlink abzugraden. Da wollte ich nicht so viel Geld ausgeben. Ja, hinten habe ich dann noch so USB-Dosen verbaut. Übrigens alles 65 Watt Dosen. Kosten bei Amazon 16 Euro, haben sich super bewährt. Die 65 Watt bringen sie allerdings nur, wenn man den USB-C-Anschluss wählt. Aber ja, hier so die, zum Beispiel das MacBook hier, ne, das ist das weiße Kabel da hinten, ne, das kommt dann hier raus. Wenn ich hier intensiv arbeite, schneide und so weiter, wird er trotzdem so geladen, dass er nicht leer wird. Also die Dosen sind super. Eine sehr, sehr gute Investition ist dieser Apothekerschrank. Ne, der ist hier so verriegelt. Und da, das ist wirklich, wirklich toll für mich. Hier habe ich halt meinen ganzen Kleinkram drin, Kabels, Batterien. Ne? Ihr seht ja, ne, mein Brillenetui, hier habe ich meine Überwachungskamera installiert. Ja, also von daher super. Also das war eine richtig gute Entscheidung, aber ich habe auch schon zweimal vergessen, die zuzumachen. Und wenn ich dann losfahre, ja, und einmal bremse, sind die ganzen Schlüppelädchen draußen. Da habe ich halt hier ein bisschen was zu tun. Darüber habe ich dann halt meinen, ja, Technikerschrank, wenn man so will. Hier drunter, unter diesen Ablagen, gibt es ja immer Strom. Dann habe ich zweimal zwei USB-Dosen verbaut. Und hier lade ich halt meinen ganzen Kram für Drohne, Actioncam, Mikrofone und so weiter. Hier oben aus dem Dach, ne, das ist die Dachdurchführung von dem Solar. Das muss ich auch noch mal schöner machen. Ich weiß, mache ich auch noch. Und ja, die kommt da hinten raus. Habe ich einfach durchgebohrt. Ich hatte da echt keinen Bock mehr. Und da muss ich auch noch einen Kabelkanal nach unten legen. Die Arbeitsplatte ist hinten in diese normale Schiene eingehangen. Seht ihr, ne? Habe ich einfach von der alten Platte abgeschraubt und hier montiert. Und hier drunter passt wunderbar so ein IKEA-Schränkchen. Ne? Dann mal hier die Schubladen. Auf die möchte ich nicht mehr verzichten. Die sind wirklich sehr hilfreich für mich. Dann habe ich hier noch einen IKEA-Mülleimer. Alles perfekt. Aber es geht noch weiter. Ja, darunter habe ich dann halt meine Friteuse und meine Elektroheizung. Das ist übrigens kein Dreck, das sind nur Spiegelungen. Nicht, dass ihr einen schlechten Eindruck von mir habt. Und dann habe ich hier meinen Staubsauger fest verbaut. Der wird immer geladen, wenn der Wechselrichter angeht oder wenn ich am Landstrom stehe. Also von daher kann ich praktisch immer saugen. Der Sauger ist der absolute Hit. Ich habe das schon in mehreren Videos erwähnt, aber ich muss immer wieder sagen. Dann habe ich hier den Einschalter von dem Wechselrichter. Das hat ganz gut gepasst. Hier unter dem Schrank ist meine ganze Elektrik. 2x400 Ampere-Stunden Lithium-Akkus von Wattstunde.